Liebe überwindet alle Feindschaft. Liebe überwindet alle Feindschaft, das ist eine große Behauptung. Patanjali, der große Yogameister, sagt, bist du fest verankert in Ahimsa, triffst du auf keine Feindschaft. So ähnlich sagt es auch Jesus. Auch Jesus sagt, liebe deine Feinde. So werden aus Feinden Menschen, die du liebst. Jesus am Kreuz hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat den Menschen vergeben, die ihn gefoltert haben, grausames Leid zugefügt haben. Er hat für die Menschen gebetet, die Schlimmes für ihn getan haben, denn er wusste, die können dadurch schlechtes Karma erleiden. Daher, Liebe überwindet alle Feindschaft. Heißt das, dass du durch Liebe dafür sorgen kannst, dass keiner eine Feindschaft gegen dich empfindet? Nein, das gilt es leider nicht. Jesus wurde ja ans Kreuz geschlagen. Und auch gegen Buddha gab es einige Mordanschläge. Auch Mahatma Gandhi, Martin Luther King wurden erschossen, ebenso John F. Kennedy. Also Menschen wie Martin Luther King und Mahatma Gandhi, Menschen, die ein so großes Herz hatten und nur aus der Liebe heraus gehandelt haben, die wurden erschossen. Die Liebe überwindet also nicht alle Feindschaft im Sinne von, dass andere dir gegenüber keine Feindschaft mehr entgegenbringen, aber du kannst lernen, auch deine Feinde zu lieben. Und dann siehst du keine Feinde mehr. Menschen machen aus Gekränktheit, machen aus Verletzungen, aus Ärger, aus Angst und aus Missverständnissen heraus schlimme Dinge. Aber kein Mensch ist letztlich abgrundtief schlecht. Die Liebe überwindet alle Feindschaft heißt, du kannst lernen, allen Menschen mit Liebe zu begegnen. Du kannst eine Herz-zu-Herz-Verbindung zu allen Menschen spüren. Du kannst spüren, dass hinter jedem die göttliche Kraft wirkt. Und du kannst dir auch bewusst sein, auch diejenigen, die Schlimmes bewirken wollen und grausam sind, letztlich haben auch sie ihre Funktion im kosmischen Ganzen. Vom Kleinen her versteht man manchmal die Brutalität und die Grausamkeit der Welt nicht. Wenn du aber siehst, dass die paar Jahrzehnte eines menschlichen Lebens wenig sind, zum Beispiel vor geologischer Zeit, wo Millionen und zig Millionen Jahre wenig sind, wenn du auch weißt, dass ein menschliches Leben nur wenig ist auf der ganzen Erde, die Erde nur wenig ist im Sonnensystem, das Sonnensystem nur wenig ist in diesem Weltraum, in dieser Galaxie, diese Galaxie klein ist gegenüber der großen Galaxie, dann weißt du, die kleinen menschlichen Differenzen sind nicht so schlimm. Die Liebe ist die Kraft hinter dem ganzen Universum. Wenn du aus der Liebe heraus handelst, über Feindschaft hinauswächst, erfährst du dich als eins mit der Weltenseele. Daher, wenn du irgendwo spürst, da gibt es jemanden, der dich nicht mag, oder vielleicht noch etwas tragischer, da gibt es jemanden, den du nicht magst, dann mach es dir zur Aufgabe, den anderen Menschen vom Herzen her zu lieben. Du musst nicht akzeptieren, was der andere tut. Du kannst dich sogar dafür einsetzen, dass Verbrechen nicht begangen werden oder dass Verbrecher davon abgehalten werden, weiter Verbrechen zu begehen. Du kannst dich auch dafür einsetzen, dass gute Dinge entwickelt werden, auch gegen die Gegnerschaft von manchen. Und du kannst gleichzeitig Liebe zu jedem Einzelnen kultivieren. Daher also meine Empfehlung, entwickle uneigennützige Liebe. Liebe die Menschen, auch die deine Gegner sind. Überwinde Feindschaft durch Liebe. Denn letztlich ist es so, dass Liebe alle Feindschaft überwindet. Und wenn viele Menschen daran arbeiten, keine Feindschaft zu empfinden, dann kann auch die Welt schrittweise zu einem friedvolleren Ort werden. Auch wenn ich sage, Liebe eines Menschen stellt nicht die Feindschaft aller Menschen ab. Aber je mehr Menschen lieben, umso mehr Menschen werden von der Liebe berührt. Und dann gibt es immer weniger Feindschaft und Gewalt auf dieser Welt. Liebe ist die Antwort auf Gewalt und Verbrechen. Liebe ist die Antwort auf Hass. Und Liebe ist auch das Mittel
um zu einer großartigen, glücklichen Gesellschaft zu wachsen.